Die Augsburger Intensivstationen sind am Limit. Was passiert, wenn bald kein Bett mehr frei ist? Darum geht es heute im Nachrichtenwecker. Außerdem gibt es neue Erkenntnisse zum Fall der getöteten 16-Jährigen in Memmingerberg. Mein Name ist Greta Prünster. Ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Die Krankenhäuser im Großraum Augsburg sind am Limit und teils sogar schon darüber hinaus. Wenn sich die Lage weiter zuspitzt, könnte an der Augsburger Uniklinik eine Triage zum Thema werden. Das bedeutet, die Medizinerinnen und Mediziner müssten über Leben und Tod entscheiden. Sie wägen also ab, wer zum Beispiel lebensnotwendigen Sauerstoff bekommt und wer nicht, weil die Ressourcen nicht für alle ausreichen. Die Uniklinik bereitet sich nach Angaben von Chefarzt Axel Heller bereits darauf vor. Dann tritt zum Beispiel auch ein Unfallpatient in Konkurrenz mit einem Corona-Patienten auf der Intensivstation. In den vergangenen Tagen hatten viele Politiker und Politikerinnen diesen Vergleich gezogen und gefragt, ob es denn fair sei, wenn ein ungeimpfter Mensch einem Unfallpatienten das Intensivbett wegnehme. Inzwischen sei es in den meisten Kliniken auch nicht mehr möglich, weitere Intensivbetten aufzustellen, sagt Chefarzt Heller. Das liegt unter anderem daran, dass es in den Kliniken nicht etwa an Gerätschaften oder Medikamenten fehlt, die man ja nachliefern könnte, sondern schlichtweg am Personal. In einigen Krankenhäusern stehen zusätzliche Beatmungsgeräte sogar im Keller, weil es nicht genug Medizinerinnen und Mediziner gibt, die auf den Intensivstationen arbeiten und sie dort bedienen können. Das liegt auch daran, dass nach den vergangenen Corona-Wellen viele Ärztinnen und Ärzte ausgelaugt waren und sich versetzen lassen haben oder den Beruf gewechselt haben. München hat gestern eine schwere Entscheidung getroffen. Der Weihnachtsmarkt in der Münchner Innenstadt darf wegen der drastischen Corona-Lage doch nicht stattfinden. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter sagte, es sei eine schwierige Situation, besonders für die Standbesitzer. Aber die Stadt habe angesichts der steigenden Infektionszahlen keine andere Wahl. Augsburg will indessen weiter an seinem Christkindlesmarkt festhalten, das bestätigte Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle auf Anfrage der Augsburger Allgemeinen. Auch die Weihnachtsmärkte in den Augsburger Stadtteilen werden voraussichtlich wie geplant stattfinden. Hübschle argumentiert, dass Veranstaltungen unter dem freien Himmel nicht die großen Infektionstreiber seien. Die Situation in München sei zudem eine andere, weil der Besucherandrang in der Kaufinger Straße und am Marienplatz wahrscheinlich deutlich größer sei. Endgültige Gewissheit soll aber die Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Donnerstag bringen. In Memmingerberg in der Nähe des Flughafens Memmingen ist die Leiche einer 16-Jährigen gefunden worden. Wir hatten bereits im Nachrichtenwecker darüber berichtet. Nun hat die Polizei weitere Erkenntnisse veröffentlicht. Bei den zwei Festgenommenen handelt es sich um eine 15-Jährige und einen 25-Jährigen, der aus dem Kreis Unterallgäu stammt. Die beiden sollen das 16-jährige Opfer gekannt haben. Der 25-Jährige war zudem wohl auch Polizei bekannt. Gegen die beiden ist ein Haftbefehl erlassen worden. Das junge Mädchen wurde laut Angaben der Ermittler durch Stiche in den Oberkörper getötet. Die Polizei hat auch zwei Messer sichergestellt. Neblig und kalt, so ist das Wetter schon die halbe Woche lang und so geht es heute auch weiter. Nur am Morgen zeigt sich kurz die Sonne, die Temperaturen liegen den ganzen Tag bei etwa 4 Grad und abends sind Regenschauer möglich. Wir berichten hier im Nachrichtenwecker gefühlt jeden Tag über die Corona-Lage, einfach weil das Thema seit dem Sommer wieder so an Brisanz gewonnen hat. Und ja, mir gehen so langsam die Steigerungsformen aus. Die Lage ist ernst und wird immer ernster. Das hat auch die Politik begriffen und führt wieder strengere Maßnahmen ein. Was jetzt in Augsburg gilt, darüber spreche ich mit meinem Kollegen David Holzapfel. Hallo David. Hallo, grüß dich.
Fassen wir mal ganz kurz zusammen. Was gilt für mich denn gerade im öffentlichen Leben, also in Bars, Clubs, Restaurants oder bei Veranstaltungen? Es ist so, dass die Corona-Ampel ja schon seit Tagen tiefrot leuchtet. In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens gilt jetzt schon 2G, das heißt nur wer geimpft oder genesen ist, bekommt Zutritt. Zudem hat die bayerische Staatsregierung jetzt am Dienstag auch nochmal die Regeln verschärft. Das bedeutet auch in der Innengastronomie oder in etwa in Hotels gilt jetzt die 2G-Regel. Und wie wird das kontrolliert? Also man liest ja immer wieder Berichte von gefälschten Impfausweisen und so weiter. Ja, genau. Darum habe ich mich auch in meinem Artikel gekümmert. Ich bin der Frage nachgegangen, kann das denn überhaupt funktionieren? Jetzt wurden die Regeln schon wieder verschärft. Wer kontrolliert das eigentlich? Gesetzlich ist es so, dass die lokalen Behörden, das heißt Gesundheits- oder Ordnungsämter, ein Auge drauf haben, ob die Barbetreiber, Diskothekenbetreiber, ob die sich an die Regeln halten. Die sind nämlich grundsätzlich dazu verpflichtet, zu schauen, dass in ihren Etablissements nur Menschen, die geimpft, genesen oder manchmal auch getestet sind, jetzt ja nicht mehr. Ich bin da mal einfach losgezogen, wie man das als Reporter so macht, und war in der Augsburger Innenstadt unterwegs. Hab mich da in einen Café gesetzt und mit einer Bedienung gesprochen, mit der Isabella Schneider. Die wollte ihren echten Namen nicht in der Zeitung lesen, darum ein Alias. Und sie sagte mir, die Regeln gelten jetzt erst seit 3-4 Stunden, wo das Café geöffnet hat am Dienstag. Und sie musste schon 2 Menschen wegschicken, die darüber nicht besonders amused waren, kann man so sagen. Die hatten nur einen Corona-Test dabei, der ja bekanntlich nicht mehr gilt. Und sie sagt, sie versteht diese verschärften Maßnahmen und sie findet auch, dass die alles in allem ein Weg aus der Pandemie sind. Für sie bedeutet es aber vor allem Frust und Ärger und ganz viele Diskussionen mit Kunden. Werden da denn tatsächlich auch Menschen mit falschen Impfausweisen erwischt? Also ist es so, dass die bayerische Polizei seit Anfang September nochmal extrem drauf schaut. Anfang September zog die Polizei 110 falsche Impfausweise und Zertifikate aus dem Verkehr. Wenige Wochen später waren es laut Innenminister Joachim Herrmann bereits mehr als 800. Also man kann da schon eine Tendenz sehen, dass es immer mehr werden. Die Gewerkschaft der Polizei hat sich kritisch dazu geäußert, dass die Polizei diese Kontrollen jetzt durchführen muss. Was genau waren denn die Kritikpunkte? Also die Kritik ist, wie immer, wenn es um mehr Arbeit geht, dass die Belastung zu hoch ist. Ich habe da auch mit dem bayerischen Landesvertreter der Deutschen Polizeigewerkschaft gesprochen, der Jürgen Köhnlein. Mit dem habe ich telefoniert und der sagte klipp und klar, wir haben die Befürchtung, dass wir das nicht stemmen können. Natürlich, die Polizei werde auch immer da sein, aber man schleife die Beamten damit. Das heißt, es gibt viel mehr Überstunden, denn anders als in den ersten 3 Wellen ist es so, dass die Beamten, Beamtinnen und Beamten auch noch deutlich mehr Zusatzarbeit haben. Das heißt, jetzt gibt es ja wieder Fußballspiele, Demonstrationen und andere Veranstaltungen. Die verschärften Kontrollen der Zugangsregeln, die kommen da mit obendrauf. Das ist eine deutliche Mehrbelastung. Und er sagte auch, was mir jetzt auch nicht so klar war eigentlich, dass diese Kontrollen auch immer konfliktbeladener werden, da ja auch die Impfgegner, nenne ich sie jetzt einfach mal, immer aggressiver agieren würden, so sagte er es zumindest. Die Inzidenzen steigen und die Karte mit dem Überblick über die Corona-Fälle in den einzelnen Bundesländern färbt sich immer mehr dunkelrot. Um aus dieser 4. Welle herauszukommen, müssen wir uns wieder an strikte Einschränkungen halten. Alle Infos dazu hatte mein Kollege David Holzapfel. Danke, David. Gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Der österreichische Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein zieht heute eine erste Bilanz zum Erfolg der vor 10 Tagen eingeführten 2G-Regel. Seit dem 8. November sind in Österreich alle Ungeimpften von weiten Teilen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen. Sie dürfen zum Beispiel keine Lokale betreten. Und in Berlin findet heute die Übergabe des Deutschen Zukunftspreises statt.
Mit dem Preis zeichnet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Einzelpersonen oder Gruppen für eine hervorragende technische, Ingenieurs- oder naturwissenschaftliche Innovation aus. Der Preis ist mit 250.000 Euro dotiert. Wie klingt die Musik von Augsburger Klosterfrauen aus dem 17. Jahrhundert? Das können Interessierte bei einem Konzert in der St. Moritz-Kirche herausfinden, das am Samstag um 19.30 Uhr stattfindet. Das Ensemble Personat führt dort die Werke der Dominikanerinnen von St. Katharina auf. Das Besondere daran ist, dass die Klosterfrauen damals einen rein weiblichen Chor gründeten und dass alle Instrumente von Frauen gespielt wurden. Sie haben sich also sozusagen emanzipiert, was für die damalige Zeit eine Besonderheit ist. Zunächst mussten die Schwestern dafür aber um männliche Hilfe bitten und bei Musikern die Instrumente erlernen. Weil im Kloster eine strenge Klausur herrschte, mussten sie sich etwas einfallen lassen. Um den direkten Kontakt zu Männern zu vermeiden, klemmten sie eine hölzerne Bank in eine offene Tür, durch die sie sich dann mit ihrem Lehrer unterhalten konnten. Alle weiteren Infos zu dem Konzert gibt es auf der Website der Augsburger Allgemeinen oder in den Shownotes. Das war's auch schon wieder vom Nachrichtenwecker. Ich sag danke fürs Zuhören und wenn ihr wollt, dann hört auch morgen wieder gerne rein. Mein Name ist Greta Prünster. Ich sag ciao, macht's gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.